Die Sängerin Adele hat es vorgemacht. Sie hat in unglaublich kurzer Zeit sehr, sehr viel Gewicht verloren und das Ganze angeblich ohne großartig zu hungern. Ihr Geheimrezept war die Sirtfood-Diät. Diese Ernährungsform hat seitdem einen unglaublich großen Hype erfahren. Im Grunde genommen ist das Prinzip simpel. Man nimmt bestimmte Lebensmittel zu sich, die in Kombination mit einer geringen Kalorienzufuhr die Aktivität der sogenannten Sirtuine fördert. Das sind Enzyme, die sich auf den Stoffwechsel auswirken und den Fettabbau im Körper fördern. Klingt irgendwie fast zu einfach und schön, um wahr zu sein. Ob diese Sirtuine wirklich eine Auswirkung haben und wie nachhaltig diese Ernährungsform ist, das habe ich mal für 7 Tage ausprobiert. Als ich mich erkundigt hatte, was zu den sirtuinreichen Lebensmitteln zählt, konnte ich ziemlich schnell feststellen, dass ich ganz viel davon schon zu Hause hatte. Beispielsweise Walnüsse, Kurkuma, Äpfel, Zitrusfrüchte und auch grünes Gemüse. In den ersten 3 Tagen fand dann Phase 1 statt. Ich durfte maximal 1000 Kilokalorien zu mir nehmen, idealerweise in Form von Säften, die aus sirtuinreichen Lebensmitteln bestanden. So, ich starte jetzt heute Tag 1 mit einem Spinat-Zitronen-Apfel-Smoothie. Noch ein bisschen stückig, aber schmeckt nicht schlecht. Oh, ich flitze heute schon den ganzen Tag irgendwie rum und schaffe gar nichts. Oh. Also ich muss echt sagen, so mit den oder durch das Kaloriendefizit ist man schon echt irgendwie relativ erschöpft. Das einzig Positive ist, ich habe heute schon 100 Seiten gelesen. Wow. Schon am 2. Tag habe ich gemerkt, dass ich mich total energielos gefühlt habe durch die Säfte und durch den sehr starken Kaloriendefizit. Deswegen habe ich dann auch probiert, meinen Körper nicht allzu sehr zu belasten und habe dann maximal Yin-Yoga gemacht. Ja, heute habe ich leider nicht so viel Zeit, deswegen bin ich immer faul heute, dachte ich mir, und kaufe mir einen Smoothie. Der besteht hauptsächlich aus Grünkohl, Spinat und Apfel. Ja, und ich hoffe, das ist jetzt eine ganz gute Alternative für heute. Und damit werde ich den Tag hoffentlich gut über die Bühne bringen. Hoffentlich schmeckt er besser, als dass er aussieht. Hm. Ja, schmeckt eigentlich relativ okay. Also man schmeckt den Grünkohl jetzt gar nicht so raus eigentlich. Besonders in den ersten Tagen habe ich eine Kalorienzähler-Tracking-App verwendet, um einfach mir das Leben leichter zu machen, weil ich ja gucken musste, dass ich ungefähr zuerst auf 1000 Kilokalorien pro Tag und dann später auf 1500 Kilokalorien pro Tag komme. Ja, die ersten 3 Tage waren schon relativ herausfordernd, muss ich sagen, und ich bin wirklich froh, morgen wieder mehr essen zu können. Wie man die ersten Tage in der Sirtfood-Diät gut übersteht und welche Effekte die Sirtuine überhaupt in meinem Körper haben, das werde ich jetzt den Ernährungsmediziner und Anti-Aging-Experte Professor Dr. Kleinegung fragen. Genau, ich hatte Ihnen ja schon in der E-Mail geschrieben, dass ich momentan die sogenannte Sirtfood-Diät ausprobiere, wo es ja ganz viel um das Thema Enzyme, Sirtuine und so weiter geht. Und da wollte ich zunächst einmal fragen, ob Sie einmal grob erklären könnten, was es mit diesen Sirtuinen überhaupt auf sich hat. Also was genau ist das und was für eine Wirkung verspricht man sich von denen? Also die Sirtuine sind entdeckt worden von David Sinclair. Das ist ein Harvard-Genetiker, der auch im Bereich der Altersforschung eine hohe Reputation genießt. Was Sinclair eigentlich herausfinden wollte, ist, wie funktioniert eigentlich die Kalorienrestriktion? Das ist etwas, das wissen wir schon seit fast 90 Jahren, auch so ein bisschen in der Altersforschung. Weniger essen heißt länger leben. Also wenn Sie Mäusen 30% weniger Futter geben, dann leben die bis zu 50% länger. Und das ist nicht nur bei Mäusen so, das ist tatsächlich auch bei der Bäckerhefe und bei Primaten und offensichtlich auch bei Menschen so. Dass das eine gute Sache ist, weiß man seit langem, aber warum das eigentlich so wirkt, das hat tatsächlich David Sinclair herausbekommen, dass durch dieses Fasten sogenannte Sirtuine aktiviert werden. Und Sirtuine sind tatsächlich Langlebigkeitsenzyme. Und die machen vor allen Dingen Reparaturmechanismen. Das heißt, die reparieren unsere DNA und die machen darüber hinaus auch Autophagie. Autophagie heißt, da wird der molekulare Müll, der sich so in unseren Zellen ansammelt,
Der wird da abtransportiert bzw. recycelt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Ansammlung von molekularem Müll, das ist auch einer der Faktoren, die uns altern lassen. Also das ist so das, was die Sirtuine im Wesentlichen machen. Jetzt ist es so, im Wesentlichen werden die ausgelöst tatsächlich durch Fasten, durch Kalorienrestriktion und so weiter. Das ist aber nicht unbedingt immer jedermanns Sache. Und wenn man das aber einmal verstanden hat, dass es die Sirtuine sind, die dafür verantwortlich sind, dann kann man natürlich auch gucken, kann man die auch anders stimulieren. Und das hat Sinclair auch gleich gemacht und hat dann verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe identifiziert, die auch Sirtuin-Aktivatoren sind. Das heißt, da kann man jetzt durch eine geschickte Zusammenstellung all dieser sekundären Sirtuin-aktivierenden Pflanzenstoffe auch mehr oder weniger das Gleiche erreichen, wie ich sonst durch Hungern, durch Fasten und so weiter erziele. Es gibt ja, wenn man diese Diät ja durchführt, ja auch verschiedene Phasen. Ich bin jetzt sozusagen gerade mit Phase 1 fertig. Das heißt, ich habe jetzt 3 Tage lang mich hauptsächlich von grünen Säften ernährt und maximal 1000 Kalorien pro Tag waren erlaubt. Das heißt, ein ganz, ganz starker Kaloriendefizit. Und ich habe mich generell super schlapp gefühlt und ja, halt überhaupt nicht irgendwie energetisch und vital. Ist es einfach ganz normal durch den Kaloriendefizit oder kann man das irgendwie auch anders angehen? Ist diese extreme Phase zu Beginn wirklich notwendig? Man muss tatsächlich bei der Sirtuin-Diät 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist, was ich Ihnen gesagt hatte, das geht eigentlich eher in den Bereich Anti-Aging und dazu reicht es eigentlich, viel von diesen Sirtuin-aktivierenden sekundären Pflanzenstoffen zuzuführen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann können Sie die Sirtuin-Diät aber natürlich auch als sogenannte Reduktionsdiät machen. Das ist bekannt geworden durch die Sängerin Adele, die damit 40 Kilogramm abgenommen hat. Dann in der Tat müssen Sie das verbinden auch mit einer Reduktion der täglich zugeführten Kalorien. Das ist aber tatsächlich etwas, was Sie machen müssen, wenn Sie eine Reduktionsdiät machen, also wenn Sie wirklich deutlich Gewicht verlieren müssen. Das funktioniert bei denen, die übergewichtig sind, eigentlich auch ganz gut. Dass das bei Ihnen nicht funktioniert und dass die sich damit nicht gut fühlen, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie überhaupt gar nicht übergewichtig sind. Wenn Menschen das machen, die eigentlich sehr, sehr schlank sind, dann kommen die tatsächlich häufig in eine Unterzuckerung, dann haben die gar nicht viel abzubauen. Angenommen, ich bin jetzt eine Person, die ja, sag ich mal, wenig Kontakt irgendwie hatte vorher mit den sirtuinreichen Lebensmitteln und die sich da so ein bisschen rantasten möchte. Wie muss ich das denn hochfahren? Also gibt es da so eine Art prozentuale Empfehlung, dass man sagt, es wäre schon gut, so und so viel Prozent der täglichen Lebensmittel so zu essen, dass sie dann sirtuinreich sind? Also ich würde da ungern eigentlich mit Prozentangaben arbeiten, weil ich finde auch dieser Zugang zum Essen, dass man jetzt bei jeder Mahlzeit immer nur analysiert, wie viel Kalorien sind da drin, wie viel Prozent ist davon da, Essen muss auch Genuss sein, wissen Sie. Also das Anliegen ist eigentlich nur, dass Sie mehr von diesen sirtuin-aktivierenden Pflanzenstoffen über die tägliche Ernährung zuführen. Was natürlich auch ganz schön ist, dass das auch eine Diät ist, beziehungsweise ich spreche eigentlich lieber von einer Ernährungsform, wo durchaus auch mal ein abendliches Glas Rotwein mit dabei ist oder wo Sie auch dunkle Schokolade essen können. Also letztendlich ist es eine Ernährungsform, die im Gegensatz zu vielen anderen Diäten nicht darauf aufbaut, dass sie jetzt den Leuten alles verbieten. Also mein Ansatz ist tatsächlich einfach der, dass man erstmal weiß, was sind sirtuin-aktivierende Pflanzenstoffe, in welchen Nahrungsmitteln sind die drin. Und dann versuche ich davon möglichst viel in meine tägliche Ernährung einzubauen. Aber dass wir da jetzt anfangen mit Prozenten zu rechnen oder so, halte ich nicht für sinnvoll. Essen ist eben nicht nur Kalorien zählen, Essen ist nicht nur Analyse bei jedem Teller, wie gesund ist es. Essen ist eben auch Genuss und Genuss ist eben auch ganz wichtig in der Anti-Aging-Medizin. Ich war dann wirklich froh, als die 3 Tage vorbei waren. Es hat sich fast ein bisschen wie so eine Entschlackungskur angefühlt. Und ab dem 4. Tag durfte ich dann 1500 Kalorien jeden Tag zu mir nehmen. Auch idealerweise aus sirtuinreichen Lebensmitteln. Und da war die Regel, dass ich 2 Mahlzeiten und 2 Säfte pro Tag zu mir nehmen durfte. Mir ist beim Frühstück dann direkt aufgefallen, dass es ziemlich schwierig ist, bei der Third Food Diät auf regionale und saisonale Produkte zu achten.
denn ich habe Tiefkühlhimbeeren konsumiert, Orangen aus Spanien und ja, letztendlich sind auch Grünkohl und Brokkoli saisonales Gemüse, was nicht das ganze Jahr über verfügbar ist. So, mein Obstsalat ist jetzt fertig. Ich mache noch ein bisschen Zimt drauf. Ist der auch schon verzehrbereit. Und mein Kaffee ist auch gleich fertig. Zum Glück war ich dann ab Tag 4 durch das Essen wieder etwas energiegeladen und konnte dann auch wieder regelmäßig Sport machen. Ja, darauf erstmal einen Grünkohlsaft. Zu meinem Standardessen wurde dann eine Quinoa-Kurkuma-Brokkoli-Pfanne, die man auch super vorbereiten konnte und die ich dann wirklich sehr, sehr regelmäßig in der Woche gegessen habe. Am sechsten Tag habe ich dann den Rat von Professor Dr. Kleine Gunk beherzigt und mir abends ein Glas Rotwein und ein bisschen dunkle Schokolade gegönnt. 7 Tage mit der Thirdfood-Diät sind jetzt vorüber und ich habe tatsächlich 2 Kilo abgenommen. Allerdings glaube ich, dass es jetzt eher an dem Kaloriendefizit und nicht an den situinreichen Lebensmitteln lag. Generell haben mich aber die Thirdfood-Produkte wirklich begeistert. Ich fand, dass die Lebensmittel alle sehr, sehr lecker und auch sättigend waren. Außerdem finde ich wirklich positiv, dass man sich auch ab und zu mal was gönnen darf und das Thema Verzicht nicht so groß im Vordergrund steht. In puncto Nachhaltigkeit ist es auf jeden Fall wichtig, auf die Saisonalität der Produkte zu achten, weil viele Lebensmittel einfach nur wenige Monate pro Jahr verfügbar sind. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon mal mit der Thirdfood-Diät beschäftigt und hat es bei euch was gebracht? Schreibt dazu mal gerne eure Gedanken in die Kommentare.